Seit vorgestern dieses Sturmläuten, diese weinenden Frauen und vor allem die schreckliche Begeisterung der jungen Leute und aller Freunde, die abreisen mussten und von denen ich keine Nachricht habe. Ich kann nicht mehr. Der Alpdruck in jeder Minute ist zu grässlich. Ich glaube, dass ich verrückt werde oder dass ich der Besessenheit erliegen muss. Sie meinen, dass ich nicht mehr arbeite? Ich habe niemals so gearbeitet mit einer verrückteren, heldenhafteren Sucht. Das schrieb Maurice Ravel am 3. August 1914, dem Tag der deutschen Kriegserklärung an Frankreich. 4 Tage später schloss er die langwierige Arbeit an seinem Klaviertrio ab, das etliche Interpreten in den Triller- und Akkordkaskaden des Schlusssatzes, das Sturmgeläute der Mobilmachung hören wollen und auch die Fanfarenstöße der Klavierstimme als Reflex auf die hereinbrechende Katastrophe deuten, lässt sich allerdings nicht belegen. Schließlich rang der Komponist 6 Jahre lang um seinen neben dem Streichquartett in F-Dur wohl bedeutendsten Beitrag zur Kammermusik. Dass er sich mit dem Werk so schwer tat, lag vor allem an der in seinen Augen denkbar problematischen Besetzung. Das Balanceproblem zwischen Klavier und Streichern habe nach seiner Ansicht bis dahin ohnehin nur Camille Saint-Saëns zufriedenstellend lösen können. Aber auch die übermächtige Tradition der deutschen Klassiker und Romantiker, gerade in dieser Gattung, beschleunigte nicht gerade den Kompositionsprozess. Schließlich rang Frankreich trotz des Aufstiegs von Claude Debussy zu dieser Zeit noch immer um eine eigene musikalische Identität. Die suchte Ravel für das Klaviertrio in den Wurzeln seiner Biografie, in Savoyen und den baskischen Pyrenäen. So brach er im Februar 1914 in die Pyrenäen auf, um in unmittelbarer Nähe des Geburtsortes seiner von ihm abgöttisch geliebten Mutter die schleppende Arbeit endlich zum Abschluss bringen zu können. Pläne, das thematische Material baskischer Volksmusik zu entlehnen, relativierte Ravel rasch. Man darf diese Volkslieder nicht so behandeln, sie eignen sich nicht für Bearbeitungen. Gleichwohl ist der Geist der Region vor allem in den Ecksätzen präsent. Dem 2. Satz sind exotische Einflüsse anzuhören, die Ravel in diesem übermütigen Satz reichlich Gelegenheit geben, 3 kontrastierende Themen in mannigfache Beziehung zu setzen. Die Uraufführung des Werkes gestaltete sich angesichts des völligen Zusammenbruchs des Pariser Konzertlebens in den ersten Kriegsmonaten schwierig. Erst im Januar 1915 kam es zur erfolgreichen Premiere, dem ersten Pariser Kammermusikabend nach Ausbruch des Krieges. Ich möchte einfach so frei und natürlich wie möglich komponieren. Wo ist Schönes und Berührendes? Wo sind die Stücke, die den Zuhörer angehen, die mit seinem Leben zu tun haben? Traditionsbewusstsein und Experimentierfreude vereinigen sich in der Musik des österreichischen Komponisten und Pianisten Thomas Larcher in gleichem Maße. Mit der Musik Mozarts und Schuberts aufgewachsen, interessierten ihn auch Jazz und zeitgenössische Musik schon in früheren Jahren. Noch während seines Studiums in Wien, unter anderem bei der Pianistin Elisabeth Leonskaja, sammelte er als Pianist Erfahrungen in der Avantgarde,
bevor er sich zu einem der maßgeblichen Komponisten Österreichs entwickelte und in allen Gattungen Erfolge erzielte, wobei viele Werke durch einen sanglichen Duktus und eine sensible Klangästhetik geprägt sind. In Heimbach war Thomas Larcher in den Jahren 2002 und 2010 Composer in Residence. Als leichtfüßig und delikat bezeichnet Frank Walker in seiner Biografie Hugo Wolfs italienische Serenade für Streichquartett. Attribute, die man nicht instinktiv mit dem Wirken und Leben des Komponisten assoziiert. Als erbitterter, mit verbalem Gift spritzender Gegner von Johannes Brahms weckte und weckt er nicht unbedingt Sympathien. Und das von einer Syphilis verursachte Siechtum, in dem er die letzten Jahre seines kurzen Lebens verbrachte, löst auch keine angenehmen Gefühle aus. Dabei präsentiert sich Wolf in seinen etwa 300 Klavierliedern, dem zentralen Œuvre seines Schaffens, als origineller, experimentierfreudiger und äußerst vielseitig gestimmter Komponist, dem auch mediterrane Leichtigkeit nicht fremd ist. Und das nicht nur in seinem italienischen Liederbuch. Doch die enge Nachbarschaft von Lebensfreude und Tragik, die Wolfs Leben prägte, schlägt sich auch in der Entstehung der italienischen Serenade nieder. Eins seiner relativ wenigen Instrumentalwerke, das er 1887 für Streichquartett komponierte und 5 Jahre später für Orchester instrumentierte. Vorausgegangen war eine der heftigsten künstlerischen Krisen seines Lebens. Seine große symphonische Dichtung Penthesilea wurde nämlich ein Jahr zuvor von den Wiener Philharmonikern mit Spott und Schimpf abgelehnt. Nicht zuletzt als Reaktion auf Wolfs Hasstiraden, mit denen er als Musikkritiker seinen in Wien abgöttisch verehrten Kollegen Johannes Brahms traktierte. Wolf nahm die Demütigung zum Anlass, seine Tätigkeit als Kritiker aufzugeben und kompositorisch einen diametral entgegengesetzten Kontrapunkt zu seiner düsteren symphonischen Dichtung des Kleist-Dramas zu setzen. Und zwar mit einem charmanten, hellen Werk im Geist klassischer Serenadentraditionen. Fremd waren ihm entsprechende Vorbilder ebenso wenig wie die Bekanntschaft mit italienischer Musik. Sein Vater war selbst begeisterter Musiker mit einer Vorliebe für die italienische Oper und der spätere Komponist musizierte bereits als Kind in Ensembles seines Vaters mit, nicht zuletzt mit Potpourris bekannter italienischer Opern. Eine Oper von Donizetti in Klagenfurt bescherte ihm die erste Begegnung mit dem Musiktheater. Erst in seinen alles andere als harmonisch verlaufenden Studienjahren in Wien entwickelte sich dann seine glühende Leidenschaft für Richard Wagner und seine damit verbundene Ablehnung von Brahms. 1887, also 4 Jahre nach dem Tod Wagners und ein Jahr nach dem Desaster mit seiner Penthesilea,
besann er sich auf seine Erfahrungen mit italienischer Musik zurück und schlug mit der italienischen Serenade einen für ihn neuen Weg ein. Formal ist das einsätzige, knapp siebenminütige Werk als Rondo angelegt. Das in der Tat leichtfüßige, wie ein Perpetuum mobile vorwärts drängende Ritornell umschließt drei kantabel singende Couplets, bevor sich das Hauptthema am Ende so munter verflüchtigt, wie es sich zu Beginn vorgestellt hat. Als der Erfurter Organist Michael Gotthard Fischer 1810 seine Bearbeitung der 6. Symphonie von Ludwig van Beethoven für Streichsextett veröffentlichte, stieß er in eine einträgliche Marktlücke. Trotz der Berühmtheit Beethovens waren Aufführungen seiner Symphonien in orchestraler Originalbesetzung, selbst in größeren Städten, nicht an der Tagesordnung. Um sie kennenzulernen, waren die meisten Musikfreunde auf Arrangements für kleinere Besetzungen, vom Klavier bis zu diversen Kammermusikformationen, angewiesen. Fischer machte sich unmittelbar nach der Uraufführung an die Bearbeitung für 6 Streicher, die gern angenommen wurde. Ganz im Sinne eines Kritikers der Allgemeinen Musikalischen Zeitung, der noch 1829, 2 Jahre nach Beethovens Tod, schwärmte: Selbst in größeren Städten, die sich tüchtiger Orchester erfreuen, genießt man das Herrliche, doch auch gern im häuslich geselligen Kreise. Es wird also dem Unternehmen eine weite Verbreitung wohl nicht fehlen können, womit er vollkommen recht hatte. Obwohl Beethoven die 5. und 6. Sinfonie gleichzeitig komponierte und 1808 auch gemeinsam im Theater an der Wien zur Uraufführung brachte, stand die lyrischere Pastorale lange Zeit im Schatten der aufwühlenden 5. Und das, obwohl sie beide als Revolutionssymphonien zu verstehen sind. In der 5. wird die Freiheit per aspera ad astra durch Dunkel zum Licht hart erkämpft. In der Pastorale beschwört Beethoven dann die Vision einer durch die Revolution befreiten Welt, in der die Menschen in Frieden mit sich und der Welt leben können. In der Pastorale genießt der Mensch sozusagen die Früchte des Befreiungskampfes, den Beethoven in der 5. Sinfonie mit unbändiger Dynamik und Energie zum Sieg führt. Die Pastorale lässt die Gefühle der Menschen auf dem Land in der Umgebung von Bächen und Vogelrufen erklingen. Die Sinfonie beschreibt einen tönenden Locus Amoenus, einen schönen Ort, wie ihn sich die Menschen in der Antike als Elysium und im Christentum als Garten Eden vorstellen. Ein Paradies, das aber bei Beethoven schwer erkämpft werden musste, und nicht nur bei Beethoven, sondern auch in der Wirklichkeit. Entsprechend sanft schließt auch die Symphonie mit einem friedlichen Hirtengesang als Finalsatz, nicht mit einer triumphalen Siegeshymne wie die 5. Das filigrane Verhältnis von Streichern und Bläsern
ist in der Pastorale besonders fein ausgeführt. Das Kolorit von Flöte, Oboe und Klarinette nutzt Beethoven geschickt, um Assoziationen mit Hirtenmusiken und Vogelstimmen plastisch wachzurufen. Umso neugieriger darf man sein, wie Michael Gotthard Fischer die Besonderheiten der Symphonie in seinem Arrangement für reine Streicher zum Ausdruck bringen kann.